Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Ja, und heute ist ein Wunsch vom Ötländer dran. Ich habe ja schon einige Wünsche von ihm schon abgearbeitet. Heute ist Drop Zone auf den Gameboy dran. Ja, Drop Zone, das ist so eine Serie, da bin ich ehrlich gesagt nie mit warm geworden. Ich habe die Gameboy-Version bisher noch nicht großartig angespielt. Deswegen weiß ich nicht, wie sich das entwickelt. Aber ich vermute, dass ich auch da zu doof sein werde. Wenn ihr auch Wünsche habt, ähnlich wie der Ötländer, ab in die Kommentare. Ich suche mir dann immer nach Lust und Laune einen oder wünscht raus. Das kommt alles auf eine Liste und dann gucke ich mal, was ich da gerade anspiele. Und heute ist Dropzone dran. Ich bin ehrlich gesagt so etwas ängstlich, weil ich kann die Spielserie echt nicht. Ich habe ja mal Super Dropzone auf dem Super Nintendo, ich glaube sogar einen Test gemacht. Und hier habe ich, glaube ich, für irgendeinen Gameboy-Rückblick mal kurz reingespielt. Und ich spiele immer in diese 30-Sekunden-Häppchen ein. Natürlich so ein Plus-Minus, ein bisschen mehr. Aber das hat mir da schon gereicht. Deswegen, ich hoffe, ich kann dann einigermaßen gutes Dings draus machen. Also es ist Dropzone ins Prinzip, ihr spielt diesen Astronauten hier. Müsst ihr links und rechts fliegen. Ihr habt ja unten die Karte. Und ja, müsst die Aliens abschießen. Problem ist natürlich nur, irgendwie Steuerung ist sehr floaty. Ist natürlich im Original, sieht man vielleicht auch so ein bisschen an den Soundeffekten und so weiter. Ein Spiel aus den Arcades der 80er. Und wie man sieht, ich verkacke jetzt schon. Soweit ich weiß, muss man alle Gegner immer weghauen. So. Problem ist natürlich, ein Treffer, man ist tot. Da merkt man natürlich auch die Arcade-History. Okay. Und es gibt kein Dauerfeuer. Wo muss ich jetzt hin? Das ist die große Frage. Also es ist halt wirklich ein Treffer und ihr seid tot. Man muss immer so ein bisschen unten auf die Karte schielen. Und irgendwie bin ich ehrlich gesagt nie Fan von diesen alten Arcade-Spielen gewesen, die so sehr primitiv sind. Hier kommt noch ein Gegner. Was hat mich denn da gerade bitteschön getroffen? Okay, ich könnte mich wahrscheinlich besser hiermit auskennen. Also diese kleinen Dinger, Snuffies hier, muss ich einsammeln. Die Gegner schießen. Aber warum bin ich denn jetzt gerade zweimal gestorben? Da war doch nichts. Oder läuft irgendwie die Zeit ab? Also ich bin einfach zu schlecht dafür. Ich weiß nicht, wenn ihr Spaß an dieser Art von Spielen habt, super. Ja? Gratulation. Euer Frustempfinden ist eindeutig höher als meins. Aber ich weiß nicht. Ich finde, wenn man so im Vergleich so die 16-Bit-Spiele oder auch andere 8-Bit-Spiele nimmt, wie zum Beispiel Super Mario Bros. Oder irgendwie sowas, das ist doch viel besser gealtert als diese. Okay, da war jetzt so ein Stern. Den kann man schwer erkennen. Deswegen bin ich jetzt gestorben. Also die Steuerung ist natürlich so ein bisschen floaty, sage ich mal. Ist aber logisch, ihr seid ja immerhin ein Astronaut im All. Ich weiß nicht. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Serie nicht mehr ansatzweise abfeiere? Warum tue ich mir das an? Okay. Ich weiß, da werden jetzt viele vor euch vor den Bildschirmen sitzen und mein Gott, ist der Panda ein Idiot. So schwer ist das ja nicht. Aber ihr habt sicherlich alle mal diese Spiele gehabt oder Spieleserien, die andere als vollkommen in Ordnung empfinden, nur ihr nicht. Und so geht es mir bei Dropzone. Wobei ich schwöre, ich bin nicht der Einzige. Also technisch scheint das ja relativ solide umgesetzt zu sein. Ganz ehrlich, ihr habt jetzt diese Mini-Projektile gesehen. Diese Mini
Sternchen, die auch noch jetzt nicht irgendwie dunkel gezeichnet sind oder klar erkennbar gezeichnet sind, sondern so ein bisschen so leicht, ne? So ein helles Grau. Da könnte man eindeutig auch denken, hey, das ist Hintergrund. Aber nein! Bam, es zerstört euch sofort. Warum? Und ich spiele das ja gerade auf dem Emulator, ne? Natürlich hier, um das Spielgefühl zu haben mit meinem Gameboy-Controller. Aber wie soll man das auf einem Original-Gameboy ohne Hintergrundleuchtung, Beleuchtung oder ähnliches sofort erkennen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Okay, ein Versuch noch. Immerhin gibt es ja dieses Radar unten. Das ist ja soweit in Ordnung. Ne? Kann man hier sehen, hier die Sachen hier so fliegen. Ich versuche mal so ein bisschen nach Radar zu spielen. Wie schnell kommt dieses Projektil da auf euch zugeflogen? Ja? Ich hab das im Vorfeld am Rande, habe ich das gesehen. Ja? So weit, so gut. Aber das flog denn so schnell, dass ich gar nicht mehr reagieren konnte. Und da ist das erste fucking Level. Das sollte ja noch eher so einfacher sein. Aber nein. Fick dich. Und zwar richtig. Ich weiß, da gibt es hier, ich nehme an, hier die B-Taste. Die wird hier so eine, ich wems hier alles weg, Bombe sein. Okay. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und jetzt habe ich hier alles. Ich weiß nicht, es macht einfach keinen Spaß, weil es ist irgendwie so, es ist für mich jetzt keine Herausforderung in der Hinsicht, sondern unfair einfach. Ja? Es ist keine Herausforderung, wo ich mich stelle und von wegen, hey, okay, das war jetzt mein Fehler, habe ich Scheiße gebaut, kein Problem. Nein, ist so Scheiße erkennbar. Technisch ist das Spiel vernünftig, ja, kann man sagen. Oh, bin ich gestorben. Das Problem ist, wenn man hier zu schnell durchflügt, auch wenn man ein halbes Auge immer auf die Karte hat, kann man trotzdem nicht alles vernünftig ausweichen. Okay, komme ich jetzt zur dritten Welle? Wow, wir kommen doch noch einigermaßen weit. Ich gucke mal. Ihr seht übrigens im Hintergrund so ein bisschen die bald neue Panda-Höhle. Ich bin ja momentan so etwas am Renovieren und Aufstellen und da seht ihr auch meine neue Vitrine. Das wird auch so der Hintergrund des Sonntagsvideos dann sein. Da will ich endlich mal meine Pickups angehen. Da werdet ihr es genauer sehen. Aber nur kurz zur Ablenkung. Ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall. Ödländer, warum? Du weißt doch, was bei schwierigen Sachen, was für eine Memme ich da bin. Oh, nie. Also, tut mir leid, das ist wirklich kein Spiel für mich. Nach 30 Sekunden habe ich da schon keinen Bock mehr drauf, weil es wirklich so unfair, unvorhergesehen ist. Klar, man kann das alles auswendig lernen, man kann da seine Taktiken erlernen, aber wenn man gleich in den ersten Minute kaputt gemacht wird, das macht doch keinen Spaß. Ja, da hat man noch keine Lernkurve. Das ist gleich, zack, fängst mit 300 km/h an, zack, gegen die Wand. Ist doch scheiße. Also mein Spiel ist es nicht, aber es ist auch nicht meine Serie. Es ist ja mit diesen alten Arcade-Spielen, ich bin da halt nicht so, der. Wir hatten aber schon etwas schlechtere, aber gut ausbalanciert ist das nicht. Ist halt, ich denke mal, sehr, sehr nah am Arcade-Original dran. Da war es ja wirklich gewollt, dass man früh stirbt, damit man möglichst viele Quarters, also Münzen nachwerfen musste, um weiterzuspielen. Aber auf dem Game Boy hat man doch dieses Problem nicht. Wieso? Aber okay, ich habe mich schon zu lange aufgeregt. Danke, dass ihr diesmal reingeschaltet habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!